Teraz nasleduje dôležitá vec. To, čo sme vám avizovali, tak sa teraz stáva skutočnosťou. Katarína Liensberger je v našom COVID Safe Studio v červenej zóne, tak dúfam, že sa slyšíme a že sa počujeme. Haló, guten Abend, Katarína. Haló, guten Abend. Guten Abend, tak dámy a páni, vidíte to čerstvá dvojnásobná svetová šampiónka z Cortiny Dame Pezzo už je tu, je na našej linke a my sa tešíme. Katarína, erst ich muss etwas in slowakische Sprache sagen, dann ich werde übersetzen, ja? Perfekt. Takže prvýkrát je Katarína teraz v Jasnej na svetovom pohári. Chcem sa opýtať, že ako sa jej tu páči a či už dnes trénovala. Also, du bist erste Mal hier in Jasna beim Skiweltcup und wie gefällt es dir? Ja, genau. Ich freue mich riesig. Also ich bin das erste Mal hier und ja, es schaut super aus. Ich habe leider heute noch nicht auf die Piste können, aber ich habe sie von unten gesehen. Ich war schon am Laufen und ja, es schaut super aus beim nach oben schauen und ich freue mich natürlich riesig, dass es morgen mit der Hangbefahrung losgeht und dann natürlich auf die Rennen am Samstag und Sonntag. No tak Katarína povedala, že sa veľmi teší na preteky a že akurát prišla, že ešte nebola na tréningspiste, ale že sa pozrela hore. Viaceré pretekárky majú teraz voľnejšie lyžovanie, tak my sa tešíme, že aj zajtra príde na kopec. Zweite Frage, OK, Katarína? Yeah. Ja. So, na majstrovstvách sveta Cortina Dame Pezzo urobila dvakrát zlato. A ja chcem vedieť, že či už to vstrebala, also beim Weltmeisterschaft in Cortina hast du zweimal Gold gemacht. So, hast du das schon verarbeitet? Naja, so richtig verarbeiten werde ich es wahrscheinlich erst nach der Saison können. Aber natürlich habe ich die vielen schönen Momente mit mir mitgenommen und ja, sie sind in meinem Herz gespeichert. No, že si odnesla veľmi veľa krásnych momentov z týchto pretekov, lebo získala neuveriteľné úspechy. Dvakrát zlato, pripomínam, že v slalome. A získala takisto v paralelnom obrovskom slalome. A že má veľmi také upokojené a udobrené srdiečko z toho, čiže už sa teší na ďalšie preteky. Čo si urobila túto sezónu inak, keďže si mimoriadne úspešná? Was hast du diese Saison anders gemacht, weil das du so erfolgreich bist? Ja, scheinbar habe ich einfach gut trainiert, mich gut auf die Saison vorbereitet. Es war natürlich auch nicht immer alles leicht mit den Corona-Maßnahmen und doch zeigt es, dass ich ja, auf dem richtigen Weg bin und ja, tatsächlich auch vieles gestimmt hat und ich richtig gemacht habe. Áno, že veľa trénovala, veľa sa natrapila aj s koronou, aj s týmto celkovým obdobím, ktoré všetci prežívame. A že len dala do toho všetko. Was denkst du? Hast du Fans auch in der Slowakei? Čiže čo myslíš? Máš tu fanúšikov na Slovensku? Ich hoffe es. Also ja, von einer bestimmten Person weiß ich es, dass er mir immer die Daumen drückt und ja, mich unterstützt. Und ich hoffe natürlich auch ganz viele, dass sie mir die Daumen drücken werden und ja, bei den Rennen bei mir sein und ja, an mich denken. Ich werde natürlich mein Bestes geben. No, že dúfa, že má aj svojich fanúšikov na Slovensku a že ešte si ich len získa. A my vieme, prečo sa jej to pýtame. Weißt du, warum habe ich gefragt? Weil du bist Sonne von Skiweltcup und die Sonne symbolisiert auch diese Top-Skirezort Jasna. Darum diese Frage. Čiže pýtal som, že to vysvetlujem, že lebo ona je také naše slniečko. Ja, stimmtest? Ja, in dem Fall stimmt es ganz sicher. Ja, ganz sicher. No a chceme sa ešte opýtať, že čo hovorí na našu hviezdu Petru Vlhovú, lebo aj ona je hviezda v Rakúsku. Tak Petra is the star in the Slowakei. Was denkst du über Petra? Wie Skifahrerin? Ja, sie wird sicher sehr stark und sehr angriffslustig sein. Also ja, bei Petra geht es immer um alles, also wirklich immer alles herauszuholen. Und ich weiß auch, dass ich meine 100% geben muss. Und ja, um da ganz nach vorne zu kommen, wirklich alles aus mir herausholen und an mein Limit gehen. Und ja, ich freue mich schon drauf. No, povedala, že Petra je veľmi silná, do všetko ide naplno, stále chce víťaziť.
a teší sa, že má takúto superku, aj keď možno to posledné som si tam trošku aj domyslel. Ale čo ste si nedomysleli, tak ste videli v štúdiu jasná, že Katarína hrá neuveriteľne na harfu. Však videli sme to tu. Tak zistím, že či teda ešte hrá a ako často. Takže povedz mi, že wir haben in diese unsere Studio jasná gesehen, wie die Harfe spielst. Spielst du oft? Genau, also immer wenn ich dazukomme. Also für mich ist das Harfespielen einfach ein wunderschönes Hobby, eine wunderschöne Abwechslung, wo ich wieder mal zur Ruhe komme und frei werde von allen Gedanken. Und ja, es macht mir Spaß, immer wenn ich daheim bin und wieder Zeit finde und ja, mich zur Harfe setzen kann. Das ist einfach wunderschön und ich genieße das immer sehr. No, povedala, že je to pre ňu perfektný relax, že sa skoncentruje na úplne iné veci a stále hrá. Keď má čas, tak hrá. A teraz prišla sem, aby lyžovala. Also, vielen Dank für diese Interview, Katarina Liensberger. Danke vielmals. Danke. Ja? Immer hast du diese lachende Gesicht, das ist super. Ja? Danke. A nicht vergessen, Katarina, nezabudni. Samstag kannst du Podium machen. Aber Petra ist die Erste, ja? Schauen wir mal. Gut. Passt schon, ja? Ich werde mein Bestes geben und ja, vielleicht schaffen wir es ja beide ja, ganz nach oben. Also zeitgleich ganz oben, das wird auch passen. Takže dúfam, že obi dve budú na prvom mieste, to sa ináč podarilo v Cortine d'Ampezzo, Peco, že s kolegyňou Basinovou ne sa spolu tešili a mali obe zlato. Danke vielmals, tschüss, Fuß, Autobus, Katarína Lindberger. Čau. Čau, čau, čau.